Wir werden alle reich geboren, mit einem vollen Konto. Auf diesem Konto ist kein Geld, sondern Lebenszeit. Und das Problem? Keiner weiß, wie viel es bei ihm persönlich ist. Und genau deswegen, Freunde, sollten wir darauf achten, dass wir unser Geld in GTA Online passiv verdienen. Ja, ihr seht richtig, herzlich willkommen zu einem neuen Money Coach Video auf diesem Kanal. Wir widmen uns heute mal meiner Vorgehensweise, wie ich passiv, also ohne viel nervigen Grind, täglich 2 Millionen GTA Dollar oder auch noch mehr mache. Ich nenne das Ganze immer ganz liebevoll den Rentnermodus. Also man hat eigentlich in GTA schon alles erreicht und besitzt auch schon alles und erntet nun nur noch die Früchte seiner harten, jahrelangen Arbeit. Man hat keinen Bock mehr auf aktives Grinden, sondern startet gemütlich in den Tag und fährt eben nur noch rum von Ort zu Ort, um sein Geld einzusammeln, neue Ware zu bestellen und maximal noch ein paar Verkaufsmissionen zu machen. Das zieht alles nicht wirklich viel Zeit und zwischendurch kann man einfach machen, worauf man Bock hat, man ist völlig frei oder man setzt sich einfach AFK hin und lässt das Spiel laufen. Beste Leben. Versteht mich da bitte nicht falsch, ich habe auf diesem Kanal schon genug eklige Money Grind Videos gemacht, um möglichst viel Geld zu erschwitzen in möglichst kurzer Zeit, und das ist auch gut so, weil durch die Phase muss jeder einfach mal durch. Früher oder später kommt man dann einfach an den Punkt, wo das Ganze einfach nicht mehr unbedingt nötig ist und eigentlich reicht es, das Ganze einfach mal entspannt anzugehen, und genau darum soll es heute gehen. Es ist, denke ich, lange schon überfällig, dass ich auch mal für Leute, die an diesem Punkt stehen, ein Video mache. Also legen wir los mit dem Video. Let's go. Dieses Video wird euch mal wieder präsentiert von MyPC. Auf mypc.de findet ihr perfekt konfigurierte Gaming-PCs zu richtig guten Preisen. Ausschließlich mit Markenkomponenten bestückt und mit super schnellem Service. Und ganz wichtig, Freunde, wenn ihr bei der Konfiguration noch eine Windows-Version auswählt, könnt ihr mit dem Code EASYSTRETCHER saftige 50% auf eure ausgewählte Windows-Vollversion sparen. Denn G steht für Gönn. Ja, Mann, so ist es, Marcel. Den Link zu MyPC findet ihr oben in der Videobeschreibung oder auch im angepinnten Kommentar. Oder ihr gebt einfach mypc.de in die Suchleiste eures Browsers ein. Also tut euch und mir den Gefallen und schaut da sehr gerne bei Interesse vorbei. Kuss geht raus und weiter geht's mit dem Video. Ich will euch nicht anlügen, ihr müsst an solch einem Tag, wie ich ihn nenne, sozusagen, um da auf diese 2 Millionen GTA Dollar zu kommen, schon 8 Stunden online sein, damit das klappt. Weil eben die ganzen passiven Einkommensquellen und vor allem die Unternehmen produzieren nur, solange ihr in-game seid. Aber deswegen heißt es ja nicht, dass ihr stressig grinden müsst 8 Stunden, sondern ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt chillig rennen fahren, ihr könnt einfach nur durch die Gegend fahren, Autos tunen oder was weiß ich was. Oder wie gesagt, einfach AFK gehen und eurem DJ im Nachtclub zuschauen. Dazu gleich noch mehr, wie das Ganze funktioniert. Wichtig ist eben, dass das Spiel 8 Stunden im Online-Modus läuft, um auf diese Zahl zu kommen. Das heißt natürlich nicht, dass man das jeden Tag machen muss, aber um, wie gesagt, die 2 Millionen zu erreichen, braucht man etwa 8 Stunden ganz entspannte Zockerei. Es geht bei der Methode einfach nur darum, nur das Nötigste zu tun, um einfach ein gutes Einkommen zu generieren, aber ganz ohne Stress, wie schon gesagt, und mit so wenig Aufwand wie möglich. Denn das Ding ist, wenn man an dem Punkt steht, hat man eh schon alles, was man braucht und wahrscheinlich auch noch ein paar Millionen auf der hohen Kante, und dann schaut man eben, dass es einfach noch ein paar Millionen mehr werden auf der hohen Kante, aber da ist dann auch wirklich gar kein Stress dabei und die laufenden Kosten sind sowieso gedeckt, also wächst das Vermögen sowieso. Und ich habe dafür sozusagen eine kleine Art Routine entwickelt. Letztendlich kann man die variieren, wie man will. Ich zeige euch, was ihr alles erledigen müsst, damit das so läuft. Und wirklich viel Zeitaufwand ist das letztendlich nicht, wenn man sich da mal eingegroovt hat. Aber das werdet ihr jetzt ja gleich sehen. Und ich würde sagen, wir gehen das Ganze jetzt einfach mal durch. Unsere erste passive Einkommensquelle ist das LSD-Labor. Beim LSD-Labor müsst ihr lediglich Vorräte bestellen für Geld und dann alle 3-4 Stunden mal eine Verkaufsmission machen. Das war's. Deswegen ganz wichtig, wenn ihr euren Tag startet, dann erstmal schön matt auf eurem Handy anrufen und Vorräte bestellen. Dann solltet ihr auch schnell einmal das LSD-Labor anfordern und da kurz rein, denn einmal täglich, also alle 24 Stunden im Real Life, könnt ihr dort einen Boost starten für das LSD-Labor, und das sorgt dafür, dass eure Warenproduktion nicht in 4 Stunden, sondern nur 3 Stunden fertig ist und euer LSD-Lager sozusagen schneller voll ist. Danach ist das dann wieder normal, aber einmal täglich sollte man diesen Bonus nutzen, weil eine Stunde schneller nimmt man auf jeden Fall mal mit. Und es ist ja auch kaum Zeitaufwand. Wenn ihr jetzt eh schon in dem Fall im LSD-Labor drin seid, hättet ihr auch hier matt ansprechen können, um die Vorräte zu bestellen. Aber ganz wie ihr wollt, ich finde das übers Telefon immer am entspanntesten. Und hier startet ihr dann auch letztendlich eure Verkaufsmission, wenn das Lager nachher voll ist. Jetzt kurz zu den Zahlen. Wenn euer LSD-Lager voll mit Ware ist, hat das Ganze einen Verkaufswert von ungefähr 350.000 Dollar. Das aber nur, wenn ihr über das Interaktionsmenü davor einen Namen für euer Produkt auswählt. Dafür gibt es nämlich 5% dauerhaften Verkaufsbonus obendrauf. Deswegen das auf jeden Fall machen. Einfach im Interaktionsmenü unter LSD-Labor irgendeinen Namen für euer Produkt auswählen, dann habt ihr diesen Bonus. Um das Lager zu füllen mit dieser Ware, habt ihr 96.000 Dollar an Vorräten bezahlt. Wenn ihr alle nötigen Verbesserungen habt, wie das Ausrüstungsupgrade, was wirklich essential ist, aber mehr dazu in meinem LSD-Labor Money Guide. Heißt also, ihr macht einen Gewinn von etwa 254.000 Dollar, welcher ja beim ersten Durchlauf nach 3 Stunden realisierbar ist. Das heißt, ihr macht dann einen Gewinn von über 80.000 Dollar pro Stunde. Sehr brutal dafür, dass ihr gefühlt nichts machen müsst. Ist zwar ein bisschen mehr, wie gesagt, als 80.000, aber wir rechnen mal mit 80.000, einfach aus Vereinfachungsgründen. Und nach diesem ersten Durchlauf mit diesem Boost werden dann diese 254.000 Dollar Gewinn eben erst nach 4 Stunden realisierbar, weil das Ganze eine Stunde länger braucht, was dann immer noch über 60.000 Dollar Profit pro Stunde bedeutet. Und das alle 4 Stunden, also wirklich, wirklich stark. Ihr müsst dann immer nur matt anrufen für die Vorräte, das solltet ihr so alle 1,5 bis 2 Stunden machen. Und dann eben alle 4 Stunden eine Verkaufsmission, die beim LSD-Labor wirklich sehr solo-freundlich sind. Also echt wenig Aufwand, richtig geiles Business, und das dann auf jeden Fall auch mitnehmen. Wichtig ist auch, das gilt auch für alle folgenden Unternehmen, ich empfehle die Verkaufsmissionen immer in einer Invite-Only-Lobby zu machen, einfach wegen der Konstanz und auch zum Schutz eurer Nerven, Freunde. Wer will, kann das natürlich gerne wegen diesem Verkaufsbonus in den öffentlichen Lobbys mal versuchen, aber ich rate davon ab, und das wirklich auch bei allen Unternehmen, die es gibt, außer bei einem einzigen Unternehmen, und zwar dem Fahrzeughandel. Eines meiner letzten Videos war der Fahrzeughandel-Guide, den ich neu hochgeladen hatte, und nur da halte ich es wirklich für Pflicht, in öffentlichen Lobbys zu verkaufen. Wen das interessiert, warum ich das da für wichtig halte, der schaut sich gerne dieses Video im Anschluss noch an. Aber wie gesagt, hier das Ganze am besten in der Invite-Only-Lobby machen, so wie auch bei allen anderen Unternehmen. Schönen Gewinn mitnehmen, und das war's dann auch. Und das ist auf jeden Fall die erste Einkommensquelle, die ihr betreiben solltet. Dann auch wichtig, sobald ihr durch
seid, mit dem LSD-Labor Vorräte besorgen, boosten etc. Guckt, dass ihr dann auch beim Bunker Vorräte besorgt, falls die noch nicht da sind. Da beamt ihr euch einfach schnell hin, also Spawn auf Bunker setzen, eine neue Invite-Only-Lobby suchen und zack. Und wenn dann zum Beispiel wie bei mir ein Warenwert von 100.000 unten steht, dann könnt ihr die für $210.000 nach Los Santos verkaufen. Dafür müsst ihr immer nur einmal Vorräte bestellen über den Laptop für $75.000. Dann wird im Hintergrund etwa 2,5 Stunden produziert und dann könnt ihr das Ganze nach 2,5 Stunden verkaufen und macht einen Gewinn somit von $135.000. Wenn ihr das Ausrüstungs- und Personal-Upgrade habt, das ist sehr wichtig. Mehr auch dazu in meinem gesonderten Bunker-Money-Guide, also schaut dafür mehr Details gerne vorbei. Das Ganze sind dann pro Stunde $54.000 Gewinn. Auch sehr, sehr nice dafür, dass das Unternehmen schon relativ alt ist und das auch wieder ohne großen Aufwand. Wichtig ist immer, bevor ihr verkauft, schnell nochmal neue Vorräte bestellen und dann erst verkaufen. Dann geht das Ganze nämlich anschließend gleich weiter mit der Produktion, weil die Vorräte brauchen immer kurz 2-3 Minuten, bis sie da sind. Und währenddessen macht ihr ja schon die Verkaufsmission und dann geht es direkt fließend über. Und ihr solltet auch immer nur einmal Vorräte bestellen und dann auch wieder direkt, wenn die fertig verarbeitet sind, verkaufen. Einfach, dass die Bunker-Verkaufsmission solo-freundlich bleibt. Ansonsten könnte das ein bisschen nervig werden. Das nur als Tipp. Ihr müsst für das Vorrätebestellen nicht unbedingt zum Bunker. Ihr könnt das auch zum Beispiel über das Hauptkontrollterminal bestellen. Das kann man sich ja im Keller der Spielhalle erwerben, welche zum Beispiel wie bei mir oft ein bisschen näher ist als der Bunker. Aber der True Mage Bunker zum Beispiel, den ich euch auch immer empfehle zu holen, der ist jetzt auch nicht mega weit weg. Wie gesagt, durch das Spawn-Location ändern und beamen geht das eh alles relativ zügig mittlerweile. Aber um den Spawn-Punkt setzen zu können, braucht man eben auch den Wohnbereich in den jeweiligen Immobilien, damit das auch geht. Also das im Hinterkopf behalten. Also ja, der Bunker auf jeden Fall ein tolles Passivunternehmen. Alle 2,5 Stunden versorgen und verkaufen und das war's. Wenn wir es gerade schon vom Hauptkontrollterminal hatten, welches man sich ja in den Keller der Spielhalle stellen kann, machen wir auch gleich weiter mit der Spielhalle. Denn durch die hat man nicht nur Zugang zum Diamond Casino, heißt, sondern das Ding macht auch passiv Kohle. Nämlich durch die Spielautomaten. Dazu müsst ihr nur an den Laptop gehen in eurem Büro und einfach den billigsten Automat kaufen für $90.000. Das ist dieses Monkey Paradise Dingsbums. Und dann könnt ihr auch, wenn ihr am Schreibtisch sitzt, über Viereck auf der Playsee oder aber auch, wenn ihr durch die Spielhalle lauft, einfach über das Interaktionsmenü, über Spielhallenmanagement die Videospiele verwalten. Und jetzt ist der Trick, dass ihr eben diesen billigsten Automaten habt, aber den habt ihr nicht nur einmal, sondern ihr könnt diesen billigen erworbenen Spielautomaten auf jeden Platz in eurer Spielhalle stellen. Dann sieht das so aus wie bei mir, ist eigentlich auch scheißegal, wie das aussieht, aber sobald jeder Platz voll ist mit Automaten in eurer Spielhalle, macht ihr das Maximum an Cash, was etwa $5.000 alle 48 Minuten, also pro GTA-Tag sind. Das wird dann in den kleinen Tresor oben in eure Büro gelegt, welche eine Kapazität von 100.000 hat. Also das reicht, wenn ihr das alles einmal eingerichtet habt, am Ende von jedem Zockertag einmal vorbeischaut und das Ding mal leert. Das braucht auf jeden Fall eine Weile, bis das voll ist bei 5.000 pro Tag und 100.000 Kapazität. Aber wie gesagt, ihr müsst nun auch nichts weiteres machen, ihr müsst lediglich vorbeikommen, das Geld einsacken und das war's. Das ganze Ding läuft automatisch. Weiter geht's zur nächsten Immobilie, in der es einen Tresor zu leeren gibt, nämlich die Agentur. Mit der Agentur könnt ihr bis zu 20.000 GTA-Dollar jeden Tag passiv verdienen, also alle 48 Minuten. Es gibt auch noch wirklich sehr gute weitere Geldmachmethoden, die ihr durch die Agentur freischaltet. Dazu mehr Infos in meinem gesonderten Agentur-Money-Guide. Gerne auch da bei Interesse vorbeischauen. Also diese 20.000 passiv, die man maximal erreichen kann, bekommt ihr, sobald ihr 200 Security-Aufträge abgeschlossen habt. Diese startet ihr über den PC in eure Agentur und schließt die eben ab. Wenn ihr zum Beispiel erst 100 abgeschlossen habt, dann kriegt ihr 10.000 jeden Tag passiv. Aber eben, sobald ihr diese 200 abgeschlossen habt, bekommt ihr diese 20.000 einfach dauerhaft und für immer, ohne irgendwas dafür zu machen. Und das ist schon sehr stabil. Der Tresor in der Agentur hat eine Kapazität von $250.000, wenn ich richtig informiert bin. Also auch da reicht es, wenn ihr nach so einem schönen Zockertag von 8 Stunden einfach mal vorbeischaut und das Ding leert. Nach 10 Stunden wäre der dann voll, also gar kein Stress. Super passive Geldmachmethode, aber ich will euch nicht anlügen, ich habe die 200 Aufträge selber noch nicht. Das müsste ich einfach mal machen. Wenn man das einmal durch hat, lohnt sich's wirklich. Aber wenn ihr wenige erst abgeschlossen habt, gibt es ja auch Geld, nur eben nicht so viel. Deswegen ist das auch okay. Jetzt kommen wir zum letzten Tresor, den wir regelmäßig befüllen und leeren sollten, nämlich im guten alten Nachtclub. Der Tresor füllt sich dort, wenn ihr eure Beliebtheit vom Club oben habt. Bei 100% und 95% bekommt ihr jeden GTA-Tag $50.000 in den Tresor. Was ihr auch dauerhaft oben halten solltet, und das geht auch wirklich easy, nämlich wenn ihr vor eurem Nachtclub steht, dann aktiviert schnell über das Interaktionsmenü den Passivmodus und geht dann in euren Club rein. Dann spawnt dort nämlich immer eine Störenfried-Rauswerfmission, die erledigt ihr einfach in bestimmt unter einer Minute. Dafür gibt es $10.000 und 25% Beliebtheit. Es gibt noch andere Möglichkeiten, die Beliebtheit hochzuhalten. Mehr Details dazu in meinem schon hochgeladenen Nachtclub-Guide, Freunde. Schaut da gerne vorbei, da gibt es alle Details. Nachtclub ist ein bisschen kompliziert. Ich versuche das hier relativ kurz zu halten. Also pfeift euch den bei Bedarf gerne noch rein. Wie gesagt, das ist mit Abstand die beste Methode, um eure Beliebtheit oben zu halten. Die Beliebtheit im Club sinkt alle 48 Minuten um 5%, wenn ihr das Personal-Upgrade habt. Sonst geht es ein bisschen schneller. Diese Events spawnen etwa alle 48 Minuten. Also es reicht, wenn ihr so alle 1-2 GTA-Tage mal in den Club geht, schnell einen Störenfried rauswerft und dann geht's weiter. Gefühlt 2 Minuten Aufwand. Kurz zum Hinweis, wenn ihr 0% Beliebtheit im Club habt, dann spawnen diese Events nicht. Das geht nur, sobald ein bisschen Beliebtheit vorhanden ist im Club. Aber so weit runter lasst ihr die einfach gar nicht kommen und sonst schnell einfach einen DJ buchen und dann geht's weiter. Der Nachtclub-Tresor hat eine Kapazität von $250.000. Also der wäre nach 5 GTA-Tagen voll, wenn ihr jeden GTA-Tag 50.000 bekommt. Deswegen am besten so nach 4 GTA-Tagen einfach mal vorbeikommen und das Ganze leeren. Oder einfach wenn ihr alle 1-2 GTA-Tage dort seid, zum Beliebtheit pushen, dann passt das, dann habt ihr keinen Stress, dann ist der nie voll. Hammergeile Passivmethode, wirklich eine meiner Lieblingsmethoden, um Geld zu machen. Aber das war noch nicht alles, was der Nachtclub für uns bereithält. Nämlich gibt es auch noch das Nachtclub-Lagerhaus. Und genau das schauen wir uns jetzt auch noch an. Aufgepasst! Meine Eltern haben mir das Kayo-T-Shirt von Easy Stretcher geschenkt. Seitdem wurde ich schon 5-mal befördert und verdiene nun 250.000 Euro pro Woche steuerfrei. Du willst wissen, wie
wie das geht? Komm auf easystretchermachtdichreich.de. Ah, endlich kommt mal wieder diese miese Easy Stretcher Shop-Werbung. Die habe ich ja wirklich vermisst, Freunde. Gerne vorbeischauen. Da gibt's wilden Stuff, liebe Leute. Kuss geht raus für euren Support. Und wenn ich euch hier gerade schon störe, dann auch noch gerne meine Streaming-Zeiten, Freunde. Die sind nämlich in der Regel sonntags 20 Uhr und mittwochs um 19 Uhr live auf Twitch. Also schon mal gerne ein Follow auf Twitch da lassen und gerne auch auf Instagram reinfolgen. Da gebe ich mal bekannt, falls sich was ändert. Oder ich kündige auch immer noch die Streams an, dann überseht ihr es nicht. Wenn ihr trotzdem meinen Stream verpasst, gar kein Thema, Freunde. Gerne bei meinem Zweitkanal Stretchbed vorbeischauen. Da kommen regelmäßig Clips und Highlights von diesen Streams auf Twitch. Ach, und in unseren Discord könnt ihr auch gerne reinjoinen. Vielen Dank für den Support, Freunde. Und jetzt geht's schnell weiter mit dem Video. Das Nachtclub-Lagerhaus. Dort unten könnt ihr nämlich über euren PC im Nachtclub bis zu 5 Techniker zuweisen, zu 5 Unternehmen. Diese Techniker besorgen dann einfach so von alleine Waren, welche sie in das Lagerhaus im Nachtclub einlagern. Und ihr müsst die lediglich verkaufen. Wichtig dafür ist, dass ihr die richtigen Verbesserungen im Nachtclub habt. Dafür ist wichtig das Ausrüstungs-Upgrade. Und ihr braucht eben auch die Unternehmen, auf die man die Techniker ansetzt. Das sind der Hangar oder das Spezialfachkistenlagerhaus, der Bunker und dann noch die MC-Unternehmen Koklabor, Meflabor und Falschgelddruckerei. Das sind die 5 besten Unternehmen, auf die ihr eure 5 Techniker ansetzen könnt. Es gibt ja 7 Unternehmen zur Auswahl, aber das sind die 5 besten. Ihr habt ja nur maximal 5 Techniker. Und diese lagern dann etwa Ware ein im Wert von rund $50.000 pro Real-Life-Stunde. Die Techniker brauchen dabei unterschiedlich lang und bis zu 2 Stunden, bis sie mal eine Kiste von einer gewissen Ware eingelagert haben. Aber das ist so grob der Wert, wenn man das mal runterrechnet auf eine Stunde. Nur, dass ihr euch nicht wundert, falls es mal ein bisschen länger dauert, bis das eine Produkt eingelagert wird oder auch nicht. Die unterscheiden sich wirklich sehr stark teilweise. Ihr müsst, wie gesagt, am Ende eh nur verkaufen und dann passt das auch. Das heißt, so oft müsst ihr da gar nicht vorbeischauen. Und das reicht auch wirklich, wenn ihr das einmal pro Tag macht oder auf jeden Fall spätestens nach 20 Stunden, in denen ihr in-game seid. Dann sind nämlich die ersten Lager voll, auch wenn ihr alle Lagerstufen freigeschaltet habt. Und ab dann sollte man natürlich verkaufen, damit auch weiterhin eingelagert werden kann. Toni bekommt immer noch 10% von eurem Verkaufswert als Bonus, aber maximal 100.000. Das heißt, sobald ihr Ware im Wert von über 1 Million verkauft, bekommt ihr relativ gesehen ein bisschen weniger Geld, weshalb sich das späte Verkaufen auch noch lohnt. Also das müsst ihr wirklich nicht oft machen, aber das ist wirklich so eine geile Geldmachmethode, weil ihr nichts dafür tun müsst, außer natürlich vorab ein bisschen Geld zu investieren. Ihr müsst die Techniker euch kaufen und ihr braucht natürlich auch die Unternehmen dafür. Aber an dem Punkt seid ihr ja eh, sonst würdet ihr dieses Video hier nicht gucken. Und es wird dann einfach jede Stunde $50.000 generiert, ohne dass ihr da was tun müsst. Wirklich Hammer. Also wie gesagt, sobald ihr das eingerichtet habt, ist das kaum Aufwand für euch und somit habt ihr zwischendurch genug Zeit für den Kram, auf den ihr so Bock habt. Oder im Nachtclub auch noch ganz wichtig, es besteht die Möglichkeit, wenn ihr euch auf eure Couch im Office setzt und dann Viereck drückt, dass ihr den DJs zuguckt. Und in diesem Status könnt ihr einfach AFK bleiben, ohne dass ihr aus der Sitzung gekickt werdet. Falls ihr mal nichts zu tun habt oder keinen Bock habt zu zocken, sollte das auf jeden Fall so funktionieren. Aber wichtig ist davor, als CEO oder MC-Präsident zurückzutreten, damit keine Razzien passieren und ihr keine laufenden Unternehmenskosten zahlen müsst. Ich bin mir nicht ganz zu 100% sicher, ob auf Dauer so dann auch alles produziert und alles normal weiterläuft, als wenn ihr normal in-game sein würdet. Aber eigentlich müsste es so sein. Ich bin davon auf jeden Fall nicht so der Mega-Fan. Ich denke mir so, entweder ihr macht einfach das, worauf ihr Bock habt, oder ihr geht offline, weil Playsy laufen lassen kostet auch Strom etc. Aber wer das will, kann es auf jeden Fall machen. Es sollte möglich sein und ich wollte es euch nicht vorenthalten, weil diese 2 Millionen am Tag passiv zu verdienen sind eben nur möglich, wenn man auch 8 Stunden im Game ist und das Ganze 8 Stunden produziert. Wie gesagt, man muss nicht zocken, aber 8 Stunden sollten die Unternehmen arbeiten und da ist das auf jeden Fall mal eine Lösung. So, das waren jetzt mal alle Hauptdinger, die ich an Passivunternehmen betreibe. Es gibt aber auch noch bei den CEO-Kisten einen Passivaspekt, den wir uns noch zunutze machen können, denn dort kann man jetzt ja in jedem Lagerhaus, das man besitzt, einen Angestellten für $7.500 losschicken, damit er Kisten besorgt. Nach 48 Minuten kommt derjenige dann wieder mit entweder einer Kiste, 2 Kisten, 3 Kisten oder sogar mit seltener Spezialware wieder zurück. Ihr könnt bis zu 5 Lagerhäuser haben, also könntet ihr eigentlich, wenn ihr wollt, schnell alle 48 Minuten eure Lagerhäuser abfliegen und dort jeweils den Mitarbeiter losschicken. Das dauert dann vielleicht 5 Minuten und bringt euch auf jeden Fall Geld. Aber man muss auch überlegen, wenn ihr 5 Lagerhäuser habt, dann sind das auch am Ende 5 Verkaufsmissionen, die ihr abschließen müsst. Also sollte man ruhig ein bisschen warten, bis man verkauft und wenigstens pro Lagerhaus so 10, 15 Kisten einlagern, hätte ich mal gesagt, bevor man verkauft, weil Verkaufsmissionen sind eigentlich immer so der größte Zeitaufwand. Zumindest bei dem, wie wir es aktuell machen, denn wir machen ja wirklich gefühlt gar nichts außer Ware bestellen und da sind die Verkaufsmissionen schon so das Stressigste, was ansteht. Ist auf jeden Fall eine gute Methode, um langfristig sich was dazu verdienen, ohne wirklich zu arbeiten. Wenn man mal rechnet, mit 5 Lagerhäusern könnte man 50 Kisten in 8 Stunden besorgen. Diese kosten jeweils 7.500. Wenn man Glück hat, sind es ja auch mal 2 oder mehr Kisten, aber ich rechne mal auf jeden Fall mit dem Worst Case. Also kostet euch das Ganze $375.000. Ihr bekommt für jede Kiste mindestens $10.000. Wenn ihr ein volles, großes Lagerhaus verkauft, ist ja jede Kiste sogar $20.000 wert. Das variiert immer davon, wie viele Kisten man auf einmal verkauft, aber auch hier wieder im Worst Case sind es $10.000, die ihr pro Kiste auf jeden Fall bekommt. Ihr bekommt also diese 50 Kisten dann für $500.000 los, was im Worst Case einen Gewinn von $125.000 macht an so einem Tag. Und dafür, dass ihr nur alle 48 Minuten mal kurz ein paar Mitarbeiter losschickt und am Ende 5 Verkaufsmissionen macht, geht das echt klar. Es ist zwar nicht so der Mega-Burner, aber es ist schon ganz cool, finde ich. Und wie gesagt, das war jetzt wirklich auch die Worst-Case-Berechnung. Im Normalfall kriegt ihr vielleicht sogar mehr Geld. Beim Hangar gibt es sowas natürlich auch, dass man jetzt Leute losschicken kann, um da Kisten zu besorgen. Aber da empfehle ich es nicht zu tun, denn es macht im Hangar ja mittlerweile Sinn, eine bestimmte Sorte an Gütern zu holen und davon auch 50 auf einmal zu verkaufen. Und wenn man so einen Dude losschickt, weiß man eben nicht, was für eine Art von Ware der einem besorgt. Deswegen empfehle ich es euch beim Hangar nicht. Das nur dazu, also dass hier keiner fragt, wieso ich zum Beispiel das beim Hangar jetzt nicht mit einbezogen habe. So, und das waren meiner Meinung nach auch alle wichtigen passiven Einkommensquellen, die ihr betreiben solltet, für einen geilen Cashflow und noch genug Zeit für alle eure spaßigen Aktivitäten. Auf den allerersten Blick wirkt es jetzt vielleicht trotzdem ein bisschen stressig und viel, aber das Einzige, was ihr letztendlich so macht,
machen müsst, wenn das alles so steht, wäre ja letztendlich alle 2,5 Stunden Bunker verkaufen und davor neue Ware bestellen für $75.000. Alle 3 bis 4 Stunden das LSD-Labor verkaufen und währenddessen alle 1 bis 2 Stunden kurz Matt anrufen für Vorräte bestellen und eben einmal alle 24 Stunden im Real Life diesen Boost auslösen. Auch gefühlt kein Aufwand. Ihr müsst alle 1 bis 2 GTA-Tage im Passivmodus in den Nachtclub rein, damit ihr $50.000 jeden GTA-Tag in den Tresi bekommt. Und wenn ihr da eh schon im Nachtclub seid, dann leert ihr auch noch schnell euren Tresor. Auch kein Aufwand. Die Tresore in der Agentur und auch in der Spielhalle reicht eigentlich nach 8 Stunden einfach mal einmal zu leeren. Also einfach am Ende von eurem Zockertag geht ihr dahin, leert den Tresor und nehmt mit, was ihr so erwirtschaftet habt. Auch wirklich kein Aufwand für einen so einen Tag. Wenn ihr das auch noch möchtet, am Ende von so einem Zockertag einfach das Nachtclub-Lagerhaus verkaufen. Aber das könnt ihr auch gefühlt jeden zweiten oder dritten Tag machen. Also spätestens nach 20 Stunden sollte man das machen. Aber das ist ja auch wirklich sehr entspannt. Die Mitarbeiter in den Spezialfachlagerhäusern losschicken, das am besten jeden GTA-Tag. Und am Ende, wenn ihr mal genügend Kisten in jedem Lagerhaus habt, dann einfach mal verkaufen. Das reicht auch frühestens jeden Tag oder auch alle 2, 3, 4 Tage mal. Und das war es dann auch eigentlich schon. Also ihr seht, das sind eigentlich echt gefühlt keine Sachen, die ihr da machen müsst. Ihr habt etliche Stunden zwischendurch Zeit, um Zeug zu machen, worauf ihr Bock habt. Und um euch das Ganze mal kurz in Zahlen noch darzustellen, habe ich das Ganze mal so aufgelistet, was sich da so in einem 8-Stunden-Tag zusammensammelt. Ihr seht, mit der Agentur macht ihr alle 48 Minuten $20.000, also $200.000 an einem 8-Stunden-Tag. Mit der Spielhalle sind es $5.000 alle 48 Minuten, also $50.000 am Tag. Beim Nachtclub-Tresor sind es $50.000 pro GTA-Tag und somit $500.000 in 8 Stunden. Beim Nachtclub-Lagerhaus sind es $50.000 pro Real-Life-Stunde, also $400.000 in 8 Stunden, beziehungsweise $360.000, da Toni ja immer 10% bekommt. Beim LSD-Labor sind es etwa $60.000 Profit pro Real-Life-Stunde, eigentlich auch im Worst-Case gefühlt. Manchmal sind es ja auch über 80.000. Also $480.000 an einem Tag sind auf jeden Fall drin. Beim Bunker $54.000 pro Stunde, also somit $432.000 pro Tag. Und mit den CEO-Kisten macht ihr dann auch eure $125.000 am Tag im Schnitt, wenn man es runterrechnet. Also alles zusammen ergibt fast $2.2 Millionen, ohne dass ihr gefühlt irgendwas dafür machen müsst. Und das alles in Invite-Only-Lobbys berechnet und meistens, wie gesagt, auch möglichst mit dem Worst-Case berechnet. Also ohne Verkaufsbonus und immer noch ein bisschen konservativ berechnet. Also das ist auf jeden Fall ein sehr realistisches Szenario. Aber auch für die, die zum Beispiel bei der Agentur nur $10.000 statt $20.000 jeden Tag machen oder die keine 5 Lagerhäuser haben, sondern so zum Beispiel wie ich nur 4 Stück, reicht das, dass ihr da über 2 Millionen kommt. Ihr seht es ja an den Zahlen. Das ist wirklich entspannt. Klar, man ist jetzt auch nicht jeden Tag 8 Stunden online, aber ich wollte es euch hier so mal darstellen, dass wenn ihr mal einen ganzen Tag so zockt und das Ganze wirklich entspannt angeht, ihr könnt ja auch mal zwischendurch 1-2 Stunden AFK sein, wenn ihr mal was anderes machen wollt, macht ihr auf jeden Fall ohne wirklich viel Arbeit 2 Millionen oder sogar mehr. Und wie gesagt, es ist kein stressiger Grind-Tag, sondern ihr könnt die meiste Zeit machen, was ihr wollt, ohne einfach AFK rumhocken im Nachtclub und dann währenddessen im Real Life ein bisschen ein Buch lesen etc. Aber es ist auf jeden Fall mies entspannt möglich, jeden Tag 2 Millionen zu machen mit sehr geringem Aufwand. Und genau das wollte ich in diesem Video hier verdeutlichen. Klar kostet das alles sehr viel Geld und Zeit, bis man an diesem Punkt ist und die ganzen Unternehmen etc. hat. Aber das kommt ja auch, wie gesagt, eh für die Leute gefühlt nur in Frage, die sowieso schon alles haben und die auch schon ihre ganzen 10 Stunden harten Grind-Tage hinter sich haben. Da steht dann sowieso alles an Immobilien und Unternehmen bereit, weil ihr sowieso wahrscheinlich schon alles gekauft habt. Und dann kann man das Ganze auch auf jeden Fall guten Gewissens entspannt nutzen. Zum Beispiel so, wie ich es jetzt euch vorgegeben habe. Aber es gibt möglicherweise auch noch coole andere Kombinationsmöglichkeiten für das entspannte Geld verdienen. Falls ihr welche parat habt, lasst mich es gerne wissen. Kurz noch, damit ich es einfach mal genannt habe, ich empfehle die MC-Unternehmen einfach nicht mehr selbstständig zu betreiben, weil die einfach nicht solo-freundlich sind wegen ihren Verkaufsmissionen. Also ihr solltet die 3 besten dieser Unternehmen haben. Coke-Labor, Meth-Labor und Falschgelddruckerei. Für den Nachtclub und die Techniker dort braucht ihr es natürlich safe. Also auf jeden Fall haben, aber dann die selber betreiben, kostet mich persönlich viel zu viel Nerven und genau das wollen wir heute vermeiden. Und mit dem, was wir jetzt eh schon an Einkommensquellen durchgegangen sind, kamen wir eh auf eine entspannte Summe an Geld, ohne dass wir so ein Bullshit machen müssen, wie stundenlang mit der Müllabfuhr durch die Gegend zu fahren. Also finde ich, haben wir das nicht mehr nötig, aber nur damit ich es mal gesagt habe, Freunde. MC-Unternehmen habe ich so nicht berücksichtigt. Und ja, Freunde, das soll es dann auch an dieser Stelle von diesem Video gewesen sein. Mal ein etwas anderes Video, wo es nicht um jede Minute Geld grinden geht, sondern es soll darum gehen, das Ganze clever und entspannt zu nutzen, um Geld zu machen. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen hiermit vielleicht inspirieren oder weiterhelfen. Falls ja, freut mich das natürlich. Dann natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen, Freunde. Es würde mich sehr supporten. Falls ich Bullshit verzapft habe oder irgendwas vergessen habe, lasst es mich gerne wissen. Und Freunde, wie schon vorhin erwähnt, folgt gerne rein auf Twitch und Instagram. Checkt gerne meinen 2. Kanal ab. Joint gerne in unseren Discord und easystretcher.shop vorbeischauen. Wir haben Shirts, wir haben Leinwände, wir haben noch coolen anderen Shit. Also gerne mal umschauen, ob was für euch dabei ist. Ich küsse euer Herz für den Support, Freunde. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen dieses Videos. Schön, dass ihr es bis hierhin gepackt habt. Danke für eure 100% Watchtime. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Video. Macht's gut, Freunde. Ciao, ciao.